Will er mich verarschen? Hier sind doch gar keine Scharfschützen mehr. Boah, das sieht schon verdammt gut aus. Auch in der Nacht mit dem Regen und so. Das ist schon sehr geil. Das gefällt mir sehr gut. Jeder tote Nord macht den Unterschied aus. Vergesst es nicht. Jupp. Sie haben sie erwischt. Die verfluchten Norks haben sie erwischt. Fuck, da sind Dings. Da ist eine Drohne gewesen, rechts. Und das ist, glaube ich, auch ein Gegner. Ja. Damit es ungern hier Alarm auslösen. So, die schon mal weg. Oh fuck, was ist denn da los? Oh Gott, und wir haben keinen Sprengstoff mehr. Fällt mir gerade auf. Wir hatten noch ein Waffenrad, ne? Okay. Oh, guck mal da. Oh, 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 das ist keine gute Idee. Da ist auch noch so ein Schwergepanzerter. Willst du mich verarschen? Nein! Ah, hör auf damit! Heil dich! Natürlich. Komm her! Peng, 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 peng! Alter. Das gibt's doch nicht. War's das jetzt? Dies ist eine rote Zone. Zivilisten ist der Zugriff zu jeder Zeit untersagt. Hier ist doch irgendwo einer, oder? Ah, hey hier. So, jetzt aber. Boah, die schwer gepanzerten halten aber echt viel aus, muss ich sagen. Die sind echt. Genau, erstmal plündern. Wenn wir schon einmal dabei sind. Okay, den haben wir schon. Mal heilen. Den haben wir, glaube ich, noch nicht. So. Da hinten ist ein Scharfschütze, verdammt. Okay, werden wir mal gucken. Kann ich hier die. Wie war das denn nochmal mit Waffe wechseln? Nein. Nein. Ach so, genau. Mal gucken, ob ich den treffe. Ich sehe den fast gar nicht. Da hinten ist er. Na, komm. Ich glaube, der ist weg. 16 von 25 Scharfschützen ausgeschaltet. Sehr schön. So, dann wechseln wir wieder. Also, los geht's. Unsere eigenen Kollegen können wir auch plündern. Das ist super. Macht Sinn. Ob das so viel bringt mit dem Dings da drauf? Nein. Mit dem Molotow da drauf zu werfen. Warte mal, ich probiere mal eben was. Lauf. Nee, Handgriff. Zielfeuer. R1. Brauch mal eben den hier. Genau. Alter. Sehr schön. 8 von 20 Fahrzeugen. So. Hallo? Manchmal funktioniert das nicht richtig, aber so, jetzt geht's wieder. So, wir müssen irgendwie hier runter. Ich habe keine Ahnung, wo das hier ist. Komm ich ins Fenster rein? Natürlich, er kann nicht ins Fenster klettern. Ja. Oh nein, noch einer. Okay, pass auf. Machen wir uns natürlich ganz einfach.
die auch schon einmal dabei sind. Sehr schön, 9 von 20. Boah, 20 Fahrzeuge müssen wir hier ausstellen, alter Schwede. Hallo? Ah, die Idee ist schon cool mit diesen Waffen umstellen. Das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt gehabt. Aber das hätte man noch ein bisschen anders... Aber das ist nicht so von der Funktion her, wie ich mir das erhofft hatte. Das ist irgendwie noch so ein bisschen fummelig. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. So. Dann wollen wir mal. Small ist nur der Name. Die Karte hat funktioniert. Ich bin etwas überrascht. Geh durch den Tunnel, Brady. Dann solltest du im Sperrgebiet herauskommen. Bleib wachsam, wenn du dort ankommst. Bleib wachsam, wenn du dort ankommst. Okay, das machen wir. Nochmal heimlich einen Schluck getrunken. So, dann kann ich ja währenddessen mal eben, das ist sehr schön, das kommt mir gerade gelegen. Bin nämlich nebenbei gerade ein paar Folgen Bioshock und Valley am Hochladen. Das passiert gerade so ein bisschen nebenbei. Haben es gebaut, um alle so. Leute einzusperren, die gegen sie rebelliert haben. Es ist da drin ziemlich voll und das liegt nicht nur an den eingesperrten Mitgliedern des Widerstands. Sie werfen dort alle Kriminellen hinein. Da drin ist es gefährlich, Ethan. Das kannst du mir glauben. Okay. Gefährlich ist mein zweiter Vorname. Yeah. Und egal, was ich tue, egal, was ich mache. Anscheinend haben es nicht alle von ihnen geschafft. Du kannst deine Gefangenenklamotten nehmen. Er hat sicher keine Verwendung mehr dafür. Außerdem musst du dich unter die restlichen Insassen mischen, wenn die Sache funktionieren soll. Mhm. Erstmal umziehen. Und, okay, wir sind gleichzeitig... Ah, ja, mhm. Wir sind gleichzeitig... Ach nee, ich wollte schon sagen, wir sind gleichzeitig die Leiche. Er hat sie abgedeckt. Sonst wäre sie nackt. Mhm. Ich frage mich, wo er auf einmal das Tuch her hatte. Na gut, ich, ja. Gut, dann bin ich ja mal sehr gespannt, wie wir uns jetzt unter die Gefangenen mischen. Ich glaube, wir dürfen hier dann auch keine Waffen und so ziehen. Deswegen müssen wir da aufpassen. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Bereich. Am besten verschwendest du keine Zeit. Mach dich sofort auf den Weg zum Unterschlupf. Das ist der letzte bekannte Aufenthaltsort meiner Partner. Pass auf dich auf, Ethan. Okay. Aber erstmal schaue ich auf die Karte. Okay. Das ist der Gefängnisbereich. Ich bin gespannt, was da noch kommt an Bereiche. Ich lasse mich da echt überraschen. Du bist jetzt nicht mehr in der roten Zone, Brady. Der NORC-Sicherheitsdienst hier ist brutal. Versuche, nicht entdeckt zu werden. Wenn du die Gefangenen für dich gewinnen kannst, dann hast du eine Chance. Gib dein Bestes, um hier Unruhe zu stiften. Okay. Sperrgebiet. Finde den versteckten Unterschlupf der Börse. Ermorde den KVA-Offizier. Befreie die Gefangenen. Eieieiei. Ich probiere das mal. Das fällt doch bestimmt nicht auf, oder? La 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 la. Hier ist ein Radio oben. So erhalten wir in diesem Bezirk noch mehr Unterstützung. Hin oder her. Komme ich hier nochmal zurück? Ich würde gerne nochmal versuchen, ob wir irgendwie hier hochkommen, hier oben. Vielleicht über den Wohnwagen. Weil das Radio möchte ich gerne mitnehmen. So. Das müsste sogar die Höhe sein. Hallo. Ah, geil, Mollys. Okay, wir müssen echt aufpassen. Okay, die suchen natürlich uns jetzt schon, weil der da liegt. Soll uns aber egal sein. Ich bin die Störung. Okay, die dürfen uns natürlich auch nicht sehen. Nein, oh Gott. Uah, oh Gott. Das war nicht so feierlich.
Die Drohne folgt uns. Ist okay. Das müssen wir auch zerstören. Ich schaue nochmal eben schnell auf die Karte. Mal eben kurz gucken. Ich würde gerne hier hin, um das... von dem Sperrgebiet. Weil dann können wir nämlich das Gebiet auch ein bisschen befreien. Oh Gott. Ich will ja nur nicht gesehen werden. Das ist gar nicht so einfach. Wenn man gleichzeitig die Karte im Blick haben muss und gleichzeitig gucken muss, wo man... Okay, da müssen wir rein. Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Das ist oben. Oh Gott. Da habe ich mir eine Aufgabe gegeben. Eieieiei. Versuch mal von der Kamera nicht gesehen zu werden. Ja. So, hier haben wir eine Werkstatt. Paul hat gesagt, dass Mickey eine illegale Spielhöhle betrieben haben soll. Aha. Sieh nach, ob du dir einen Zugang verschaffen und sie wieder zum Laufen bringen kannst. Aber klar. 2 von 10 Radios gibt's hier. Wir haben 2 jetzt gefunden. So, ich schau mal eben, wie kommen wir denn jetzt hier? Okay. Die Alpha hier. Wenn wir diesen Sendeempfänger hacken, können wir das gesamte Sperrgebiet abdecken und die Aktivitäten der KVA überwachen. Ja, ich versuch's. Was du tun kannst. Ich möchte aber gerne auch erstmal das Radio haben, was hier ist. Weil wenn wir schon einmal hier sind, nehme ich das Radio auch mit. Cool. Hier gibt es auch Verbandskästen, aber wir sind voll ausgerüstet. Finde ich klasse. Hier in dem Sessel nochmal eben reingucken. So. Da müssen wir hin. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier auch Gegner sind. So, erstmal durchschneiden. Hier auch. So. Okay. Ich hoffe, wir schaffen das. Oh Gott. Uah. Na, schneid doch, Alter, das Holz. Mein Holz. Mein Holz, dein Holz, mein Holz, dein Holz. Und ein Radio. Und wir müssen nach unten. Zerbrochener Beton. Scheiße. Skelettartige Metallgerüste. Ich hab gedacht, das wäre jetzt so einfach. Herabhängen. Ach, hier. Das Gerassel herabfallender Trümmer. Sehr schön. Wie war denn das nochmal? Ah ja. Sendeempfänger im Sperrgebiet. Gelände überfallen. Alles in Ordnung? Oh Gott. Hier steht die Rolle des Kämpfers. Jetzt geh raus und spiel sie. Ja. Gute Arbeit, noch mehr. Jetzt decken wir das gesamte Sperrgebiet mit unserem Signal ab. Wenn das Timing stimmt, sollte uns das dabei helfen, unsere Einsätze zu koordinieren. Hier ist schon wieder ein Radio. Schau mal eben, das ist bestimmt... Ah, hier steht's. So. Da drüben ist auch eins. Und sogar irgendwie eine Base. Entweder das ist oben. Befreie die Gefangenen habe ich jetzt gerade keine Zeit für. Oh nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uah. Die Leute so einen Scheiß gefallen lassen. Die Frage ist, wo ist das hier? Hm. Ja. Ach, das bestimmt hier rein. Ich versuche mal hier... Oh Gott. Okay, den erledige ich. Dann haben wir den nämlich... Haben wir den nämlich weg. So, komm her. Lalalala. Ist der weg? Mhm. So. Jetzt können wir hier rein. So ein bisschen schleichen hier. Okay, die Tanks müssen wir zerstören. Ich glaube, das können wir mal eben machen. Warte mal eben. Ich hoffe, das geht hier mit. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Okay, ich darf hier sowieso nicht sein, deswegen muss ich hier extrem vorsichtig sein. Mal eben auf die Karte schnell gucken. Oh. Oh, scheiße. Die haben uns schon gesehen. Verdammt, kacke. Fuck. Oh Gott. Okay, ich sollte jetzt erstmal unbemerkt bleiben, damit die... damit die Anzeige runtergeht. Ich versuche mich mal zu verstecken. Okay, wenn die Anzeige unten ist, dann haben wir es eigentlich. Jawohl, sehr schön. So, jetzt haben wir das. Jetzt können wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Weil, wie gesagt, bevor ich jetzt wieder die Hauptmission mache, die Hauptquest oder so, dann können wir eigentlich auch wieder Nebenmissionen machen erstmal. Haben wir ja bei den letzten Gebieten ja auch immer gemacht. Es macht so viel Spaß, dieses Spiel. Ich glaube, wir müssen... Nee, warte mal. Wie kommen wir denn da hin? Wie kommen wir denn hier hin? Das Hotel. Das ist bestimmt auf der anderen Seite drüben. Okay, ich versuche mal... Okay, hier runterspringen... ist, glaube ich, jetzt keine gute Idee. Ich versuche mal hier rüber. Das war nicht sehr gut. So. Dann gucken wir mal, wie wir ins Hotel kommen. Hier vielleicht. Ich glaube, das sieht gut aus. Das Marion Hotel war früher ein Unterschlupf des Widerstands, bis die KVA in voller Stärke die Zone gesichert hat. Mhm. Sieh nach, ob du dort noch Teile unserer alten Ausrüstung finden kannst. Mit Sicherheit. Ich muss nur irgendwie reinkommen. Brandbombe, ferngesteuertes Auto. Wie kann ich das denn nochmal wechseln? Das ging doch irgendwie zu wechseln, ne? Wie konnte man das denn nochmal... Ach ja, das hatte ja hiermit zu tun, mit Störsender und so, ne? Ich probier mal eben was, warte mal. Ging das nicht irgendwie so? Fernzünderheck? Ernährungsheck? Ich kann den Widerstand nicht leiden. Ja. Sag mal, Alter, Mann, geh doch mal eine Sa... Du Stück Scheiße. Halt die Schnauze, geh mir nicht auf den Sack. So. Stellt die sich einfach mal vor mir und blockiert mich. Ich glaub's ja wohl. Und nennt mich ein Stück Scheiße. So, jetzt muss ich mal gucken, wie war denn das jetzt hier nochmal? Oh Gott. Ui. Da ist ein Radio. Wie kriege ich denn diese... Ah, warte mal, hier. Nein, jetzt hängt das Auto fest, oder was? Oh, komm. Das glaube ich jetzt nicht. Jetzt hängt das Auto irgendwo hier an so einem dämlichen... Ast fest oder so. Aber die Tür ist offen. Sehr schön.